Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines XXL-Unpackings von Karat.art. Ich nehme mal an, ihr habt schon den ersten Teil gesehen. Da hatte ich ja ein Bild aus dem Überraschungspaket vermisst. Das ist wieder aufgetaucht, denn es war mir nur unter den Tisch gefallen. Ja, also hat sich das auch geklärt. Dann kann ich euch jetzt noch ein Bild aus dem Überraschungspaket zeigen. Und die zwei anderen, die ich euch schon angekündigt hatte, die ich bestellt hatte. Dann hat sich das ja auch schon geklärt. Und ja, ich würde auch sagen, ich fange mit dem Überraschungsbild an. Ich mache mir hier mal ein bisschen Platz. Ich glaube fast, durch diese Bestellung alleine muss ich mein Büro anbauen. Und ja, es kommen dann noch drei weitere Black Friday-Lieferungen aus Amerika. So, und dann ist auch erstmal Pause. Es ist auf jeden Fall ein Tier, was nicht mein Lieblingstier ist, aber da komme ich auch mit klar. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt das fünfte Überraschungsbild. Wie man sieht, waren alle Größen vertreten, von ganz klein bis hin zu 45x60. Dieses Bild ist jetzt 40x30. Oh, aber das ist trotzdem süß. Das ist trotzdem süß, ne? Was meint ihr? Hat nur 14 Farben. 40x30, wie gesagt. Ich schau mal eben. Das große Toolkit wieder mit Schiffchen, Wachs in Döschen, Stift, Pinzette, Squishy und zweimal flache Mehrfachsetzer, was ich richtig toll finde, weil die flachen Mehrfachsetzer kann ich immer gebrauchen. Dann halt das süße Bild, was ich doch echt schön finde, weil es in so einer Nahaufnahme ist. Klebekraft ist klasse, Druck ist auch klasse und Steinchen sind in rund. Ich hatte jetzt eigentlich eckig erwartet. Nein, sind in rund. Ja, gefällt mir sehr gut. Steine sehen auch gut aus. So. Und das ist jetzt das fünfte. Ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, welches von den Überraschungsbildern mir am wenigsten gefallen hat. Da würde ich, glaube ich, noch ehesten sagen, der Eiffelturm oder halt dieser kleine VW-Bus. Aber insgesamt kann ich mich da echt nicht beschweren für 29,90. Fünf Überraschungsbilder, alle im Karton, alle mit einem sehr guten Toolkit. Also das war wirklich ein Schnapper. Und ich meine, es ist sogar noch was noch mehr runtergegangen. Also da kann man ja dann wirklich gar nichts sagen. Und also ich bin begeistert von dem Überraschungspaket und ich würde es mir auf jeden Fall wieder bestellen. So, dann kommen wir jetzt zu den beiden regulär bestellten Bildern. Dieses Bild ist jetzt zwar, die Saison dafür ist schon vorbei. Wahrscheinlich werde ich es mir dann zum nächsten Halloween aufbewahren. Aber ich habe es gepainted gesehen. Und fand das richtig cool. Und deswegen habe ich es mir jetzt dann doch mitbestellt. Und ich hatte das bei Rosalie gesehen. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Die hat ja mega viele Abonnenten. Und ja, dann schauen wir uns das doch einfach mal an. Und zwar ist das das Spukhaus. Ich fand es richtig cool, als ich es fertig gesehen habe. Das Ganze hat 30 Farben, eine Größe von 55x40, ohne AB-Farben. Wieder das Toolkit. Ja, ich habe es euch jetzt eigentlich oft genug gezeigt. Zwei Mehrfachsätze in Schmalstift. Dose Wachs, Squishy und hochwertige Pinzette.
Also richtig toll. Ich glaube, dieses Bild ist auch ein eckig. Es hat 19,99 gekostet. Und ich war, als ich es vorher schon mal gesehen hatte, echt skeptisch, weil es halt jetzt keine Künstlerkollektion ist, sondern eine Standardkollektion. Aber ich hoffe, dass die Steine trotzdem eine gute Qualität haben. Und ich habe halt gesehen, wie es gepainted aussieht. Und das fand ich richtig cool. Und ich glaube, hier um das Haus herum, da würde ich AB-Steine einsetzen. Ja, gefällt mir aber wirklich gut. Das sah auch fertig richtig schön mysteriös aus. Es ist gut rausgekommen. Und auch hier so mit dieser Skeletthand, ne, finde ich echt cool. Nee, gefällt mir gut. Jetzt kann man vielleicht noch nicht ganz so viel erkennen, aber gepainted fand ich es richtig cool. Ja, das sind die Steine, wie gesagt, in eckig. Aber mittlerweile painte ich ja auch sehr gerne eckig. Bei mir ist es so, wenn ich dann eckig ein großes Bild fertig habe, dann möchte ich erst wieder rund. Aber wenn ich dann beim Runden bin, dann möchte ich auch bald wieder ein eckiges. Einzige, was mir hier vielleicht fehlt, ist eine Papierlegende, aber ansonsten wirklich toll. Muss ich eben das Paket suchen, dass es da wieder reinkommt. Und man darf ja echt nicht laut sagen. Ja, ich habe dann in dieser Bestellung 3, 6, 7, 8 Bilder. Eins davon ist für meine Tochter, das möchte ich hervorheben. Aber es sind ja zum Glück nicht alles große, sondern auch kleine Projekte dabei. Ja, und dann habe ich mir ja, wie gesagt, zu meiner Destiny Beckett Griffelsammlung noch eins bestellt, weil das 50% reduziert war. Und ich habe gedacht, günstiger werde ich da nie im Leben irgendwann drankommen. Zwei davon hängen ja schon in meinem Büro. Eins von Diamond Art Club und eins von Karat.art. Und deswegen habe ich gesagt, musste ich das bestellen. Das hat jetzt noch 32,49 gekostet, anstatt über 60 Euro. Und ja, einfach toll. Das ist das gute Stück. Ist das nicht cool? Das ist das blonde Mädchen mit der Eule. Und das hat auch, das hat ABs, und zwar ganze 5 ABs. Sonst hätte ich nicht nämlich gesagt, hätte ich hier ABs eingesetzt. Brauche ich aber gar nicht, weil die ABs sind bei diesem Bild mit dabei. Und wenn ihr mal Lust habt, bei Karat.art zu bestellen, ich bin kein Affiliate oder habe eine Kooperation oder so, aber ihr könnt dort trotzdem 10% mit meinem Code LENISVEAS sparen. Den schreibe ich euch aber auch in die Infobox. Würde ich mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ja, das ist das gute Stück. Das ist natürlich ein bisschen größer als die anderen. Nämlich 55 mal 70. Deswegen lege ich das mal eben so hin. Klebekraft sehr gut. Druck auch richtig gut. Und ich werde auch mir die anderen Jasmine Beckett Griffes, glaube ich, alle irgendwann mal holen. Vielleicht habe ich ja noch mal das Glück, dass die so reduziert sind. Und ja, ist toll. Sehr blaulastig, wie man sieht, aber ist für mich jetzt kein Problem. Eine tolle Papierlegende dabei, wie gesagt, 55 Farben, 5 AB, auch wieder schön in Zipbeutel. Und ich finde diesen AB so toll, den muss ich euch mal eben zeigen. Das ist wahrscheinlich, nee, das ist wahrscheinlich sogar die 310. Ja, der 310 AB. Richtig toll. Runde Steine.
so wie mein anderes Jasmine Beckett Christmas von Karat.art auch. Das war ja das Sisters and Brothers mit dem tollen Bambi, mit dem tollen Reh. Und ja, 310 ist mit dabei. Die 939 ist natürlich auch vertreten. Und ABs sind die 208, die 210, die 310, die 444 und die 701. Und wir können gerne nochmal eben gucken, wo die verteilt sind. So, ich mach das mal eben von unten nach oben. Ich will eben gerade gucken. Wir gucken mal nach dem 208. Das ist hier. Das ist hier so ein helles Lila. Immer mal wieder zwischendrin ist das hier vertreten. Ich muss hier mal eben gerade gucken. Hier ist es auch noch ein bisschen vertreten. In diesen lila Schatten auf den Haaren. Dann haben wir die 210. Das ist ein helleres. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger suchen. Ein helleres, das ist hier auch so in den Haaren vor allem. In den Haaren. Ja, ist es überwiegend. Ja. Gerade ob es hier unten auch noch irgendwo ist. Ich glaube nicht. Dann haben wir die 310. Das Gleichzeichen. Muss ich erstmal finden. Ich hatte erst gedacht, hier ist es, in den Schmetterlingen. Ich hatte erst gedacht, ob es vielleicht hier wäre. Das hätte ich auch cool gefunden. Das in AB. Das sind aber normale, was ist das denn für eine Farbe? Das ist die 939. Da hätte man sonst auch noch gut AB-Farben, finde ich, reinmachen können. Dann haben wir noch die 444. Die ist relativ einfach. Die ist hier in dem hellen von den Schmetterlingen. Hier auch nochmal. Hier so einzelne Stellen. Und hier. Ja. So, und die letzte ist die 701. Die ist hier das Grün. Überall so ein bisschen. Das ist das Pluszeichen. Auch hier in den Schmetterlingen nochmal wieder. Also die Schmetterlinge werden sehr hervorgehoben. Die Eule ein wenig, aber nicht allzu sehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein schönes Bild wird. Was meint ihr? Das könnte wohl schön werden, ne? Mach's nochmal so rum. Das noch mal ein bisschen genauer seht, weil hier dafür ist mein Schreibtisch hier wirklich zu klein. Aber das gefällt mir echt richtig gut. Und das jetzt für die Hälfte des Preises, das finde ich echt schon Hammer. Guck gerade mal, ob man auch noch sehen kann. Also meine ganze Bestellung von den beiden Videos wäre 134 Euro gewesen. Es sind aber 25 Euro runtergegangen noch und so dass ich bei 109 Euro war. Und das finde ich jetzt für die Anzahl an Sachen, die ich habe, wirklich ein Schnapper. Und schreibt mir gerne, wie euch die Bilder gefallen, was ihr von diesem Überraschungspaket haltet und auch von meinen anderen Sachen, die ich bestellt habe. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Schreibt mir unbedingt ganz viele Kommentare und wenn euch die Videos gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen nach oben da.
Vergesst nicht meinen Gutscheincode bei karat.art. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!